Hallo, hallo. Willkommen zum nächsten Video. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch diesmal mit nach draußen, direkt live zu einem kleinen Fotoshooting in der Natur. Ich bin heute bei mir um die Ecke quasi. Ich bin heute nicht weit gefahren. Ich bin zu einem lokalen Bach gefahren. Der ist nur ca. 15 Minuten von mir zu Hause entfernt. Da war ich schon öfter zum Fotografieren, zum Baden im Sommer, wenn es recht heiß ist und so, zum Wandern. Das ist recht schön da, finde ich. Den Teil habe ich allerdings noch nie fotografiert und das möchte ich heute eben mit euch gemeinsam machen. Ich bin schon sehr gespannt, was für Kompositionen ich finden werde. Und ich habe schon ein bisschen was mal angeschaut. Oft, wenn ich eine neue Location entdecke, beziehungsweise eine neue Location erkunde, genauer mit der Kamera, dann gehe ich so vor, dass ich mir zuallererst einmal die Umgebung anschaue, schaue, was interessiert mich, was möchte ich aufnehmen und wie kann ich das dann in ein ansprechendes Bild übersetzen. Weil nur wenn eine Location schön ist und ansprechend ist, heißt das noch lange nicht, dass das auch gleichzeitig ein tolles Bild wird. Das ist nämlich meistens die große Herausforderung, aus einer schönen Location ein Bild machen, das nicht nur ja schön ist, sondern das wirklich vom Aufbau her interessant ist, wo man eine Tiefe erkennt. Häufig ist es in unseren Bildern die Schwierigkeit, dass man eine dreidimensionale Umgebung in ein zweidimensionales Medium übersetzen. Und da ist halt eben die große Herausforderung, einerseits beim Bildaufbau selbst, das können wir jetzt da machen, und andererseits haben wir die zusätzliche Möglichkeit, das in der Bildentwicklung im Nachgang noch besser herauszuarbeiten. Jetzt können wir eben mit der Komposition arbeiten, mit dem Vordergrundmotiv und dem Hauptmotiv können wir so eine Distanz erzeugen, was dem Gehirn Tiefe suggeriert. Wir können mit Linien arbeiten, wir können mit Stepping Stones arbeiten. Also da gibt es unterschiedlichste Dinge, die wir in der Natur vorfinden können und die zu einem spannenden Bild führen. Und zusätzlich dazu können wir dann noch bei der Bildbearbeitung selbst mit Farbkontrasten arbeiten. Dazu habe ich zufälligerweise ein Video. Ja, dann hätte ich gesagt, schauen wir uns da mal gemeinsam an, was ich da so finden kann. Ich werde jetzt einen Polfilter raufdrehen, um eben die Spiegelungen teilweise zu entfernen und minimal die Belichtungszeit am Wasser zu verstärken. Das ist jetzt einmal der Ausschnitt, so wie ich den gewählt habe. Und wenn ich da den Polarisationsfilter drehe, dann sieht man mal, was das bringt. Das ist echt ein Riesenunterschied, den man da erkennen kann. So, ich glaube, ich habe meine erste Komposition gefunden. Ich werde da den einen schönen Vordergrundstein einbauen. Dann ist da der Abfluss und da sehe ich noch beide Wasserfälle im Bild. Ja, ich baue das jetzt einmal auf und währenddessen ich das mache, vielleicht kann ich dann schon in Kürze das erste Bild zeigen. Ich muss auch schauen, dass es stabil steht, um da eben keine Erschütterungen zu bekommen. Die erste Komposition, die ich gefunden habe, ist diese da. Das ist eine weitwinkeligere Aufnahme, wo der Vordergrund eine große Rolle spielt.
da habe ich versucht, mit dem Stein und dem Eis so ein bisschen den Blick ins Bild zu führen und dann hinten das dominante Hauptmotiv ist dann der Wasserfall. Und der Wasserfall ist auch teilweise vereist. Und während ich die erste Aufnahme gemacht habe, habe ich die Idee für die zweite Komposition bekommen. Die Details im Eis gefallen mir extrem gut. Es ist sehr, sehr schön, finde ich. Vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.